Dann geht es natürlich auch weiter mit der wöchentlichen Herausforderung. Und zwar das erste immer fahre und besitze, den Ford Bronco. Ich habe den von 2001 genommen. Da muss man aufpassen, den gibt es auch von 2002. Es muss halt 2001 sein oder 1975. Und jetzt 3 Sterne bei Wegbereitern. Okay. Ja, Filter. Ja, Wegbereiter. Hier ist gleich einer. Ich nehme den hier. Von da ein bisschen Anlauf genommen. Hier ein bisschen Anlauf genommen. Und dann voll durch. Da ist er. Komm, das schaffe ich. Jawohl. Schön über die Düne. Ich hoffe, ich schaffe es beim ersten Mal. Mit 31 ist es. 2 Sterne, oder? Nee, hat gereicht. Hat gereicht. Also, Querfeld ein Event. Ja. Querfeldein. Hier, Quelle. Hä? Oh nein. Alle weg. Nur Querfeldein. So. Ja, warum nicht? Dann fahr ich das kleine Stück. Solo natürlich und aktuelles Auto ganz wichtig. Veranstaltung starten, jetzt regnet es auch noch. Naja. Komm, lass mich vorbei. Nein. Noch gut gerettet. Das ist nicht mein Auto. Die Lenkung ist halt auch mega schlecht.
Beschleunigen tut er super, aber lenken. Lenken ist Katastrophe. Ja, überschlag dich halt nochmal. Jawohl. Klar, natürlich. Und das halt genau vorm Ziel. Ja. Mann. Jetzt aber, los! Jetzt, das läuft schon viel besser. Warum habe ich es nur gesagt? Jetzt komm, ohne zu überschlagen. Das wird knapp. Knapp, knapp. Eine Känguru-Fähigkeit. Ach, das ist ja perfekt. Das geht auch hier. Hier so in der Wüste. Geht das auch ganz gut. Die habe ich gleich. Da ist sie. Die Känguru-Fähigkeit. Und das war's, glaube ich. Jawohl. Das war's dann auch schon wieder mit der wöchentlichen Herausforderung. Ihr könnt mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.